Zeig mir mal. Mittlerweile sind sie natürlich wieder gesund. Ja, aber ich überlege mal. Ich war noch ein paar Tage, um zu sehen, ob es sich zu zeigen noch weiter. Das war halt eine Aktion, da sehr viel. Das müsste ungefähr. Von denen hast du einen Monat oder so. Scheiße. Hoffentlich überlebt du das. Bis dann. Du musst den Garten finden. Ja, das wäre nichts. Ja, nee, das sind meine halt. Meine alten. Die letzten Jahr, die sind eh schon. Das sind meine alten halt. Tolik Michel! Tolik im Chat, Alter! Krona! Optik Tolik? Edega! Ist das der Duke? Sag mal, wer hat denn da Diebsen eingerufen? Toll mal Gambert! War das der Tolik? Ja, das ist mir Schlambert! Ja, ja! Das ist wahrscheinlich schon wieder weg. Ja, das ist ja sogar mein lieber Tolik. Ja, ja. Aua. Tolik, was geht ab, Alter? Tolik ist nicht mehr im Chat, Alter. Doch, er ist im Chat. Ja, nicht mehr, doch. Anscheinend. Sonst würde er längst antworten. Hier. Tolik, Blair, antworte, Blair. Und Maxono. Hey, wow, wow, wow. Maxono ist auch im Chat. Tolik, antworte, Blair. Max Ohne im Chat, ja, servus. Ey, kannst du da mal was gleich zeigen? Nice. Ja, dann geh ich jetzt. Ich will schon wirklich antworten. Ventilator herstellen. Wir haben schon jetzt morgen die Mahlzeit. Wenn man auf mein voller geht, ist Tesla also wirklich gerade ein Tipp, weil alle Leute immer Tesla unterschätzen und schon. Nee, ich finde Tesla krass. Der wird ja alle Leute außer dort. Der wird auch, der möchte ja auch einen Club unter dem Tesla-Werk bauen, wo dann Rave-Party stattfindet. Hat er wirklich geschrieben. Schreibt er so ein jetzt. Ja, dann Dankeschön für das wirklich. Bis nicht Samstag. Ja, also, ich bin hier verpürt, anders. Jemand ein großes nur, Haus, wo man am Samstag einfach nur Satz. Ja, ich kann nochmal anschauen. Falls du irgendjemanden, der es hier erfahren wollte, auch irgendwie direkt noch was zu erreichen kannst, ich werde versuchen, jeden das Spiel zu erreichen. Einfach damit irgendwie genau. Also, bei Twitter hat es schon eine ziemlich große Reichweite. 10 Retweets mit Busan, Paul. Tschüss. Pixel Bruder. Ja, hast du nicht immer was? An welchem Platz bist du da? Fünfter. Fünfter. Ich bin schon raus. Na, das heißt so Geld. Ach so. Ja. Ich habe hier noch auf Platz 2 gesehen. Ich muss noch mal machen. Oh, McLatte ist da. Im Losers hätten theoretisch, wenn ich gewonnen hätte, alle Puffs gegeneinander spielen müssen. Puffs-Videos weiß man nicht. 1-0 für... Ich hätte ja nicht Puff gespielt. Vollkommen. Ich würde auch die Wii's mitnehmen, dann würde ich auch Sneaky updaten. Ich komme ja hier auch rein, ich habe ja einen Schlüssel. Nee, ich kann es halt auch für Smash Festival. Die erste Ära vom neuen Diego vorbei. Okay, ja, nach vielleicht Zahlen. Nee, das ist der zweite Diego. Ich weiß, die erste Ära vom neuen Diego. Wenn wir das hier dann ab neu gestartet mit der Nominierung, haben wir keine 88 haben. Another one here reloaded. Oh ja, ist eine gute Sache. Reloaded sind wir schon. Nee, was kommt nach Reloaded? Returns. Returns. Immunized. The last Yen Dollars Zeit. Rise of the Yen Dollars. Ich fand es auch am Anfang geil mit diesen mit dem Themen manchmal. Ja, aber es ist viel zu viel Aufwand, viel zu wenig.
ganzen Jeno-Ritter in Jeno hatten auch noch 15 Teilnehmer und sowas. Also, Steve hat eine ganze Menge Arbeit gemacht für sehr wenig. Dann hatten auch schon welche mit 40. Das waren die allerersten. Nee. Das war halt, wo die Wittenberg waren. Ja, also da können wir uns auch. Ich habe ja einen Graf auf Twitter. Du kannst ja auch gucken, mit wie viele Prozent Mars geht. Man kann es ja zum Beispiel mit Slippy. Das ist ja auch so eine Stats-Funktion auf, ja, bei Slippy auf Smash GG. Ja, da muss man aber jedes Match einzeln eintragen, welche Charaktere man kann. Kann man nicht einfach die Spieler eintragen? Maxi. Ja, morgen Nachmittag. Ja. Ab geht's. Tor 3. Spiel. 4 und Tor 3. 4 und Tor 3. Nice! Oh, Jans Gendorf! Da das mehr Dumme halt an der Politik gemeint ist, die merken halt nur, was gerade immer so aktuell ist. Ja, also sozusagen die Lehre davon ist, du musst irgendwie vorausschauen. Ja, die Sache ist halt aber auch einfach, dass die Konzerne genauso von Corona wie uns betroffen werden. Ja, genau, also das möchte ich mal sagen. Der Miss Desinformation. Die Lehre ist einfach, du musst irgendwie erfolgreich gegen Klimawandel vorzugehen. Nice. Du musst irgendwie Zusammenhang bringen mit persönlichen wirtschaftlichen Vorteil oder Nachteil. Das ist ja schon, manche Studien gibt es ja auch, wenn man klimaneutral arbeitet, dann verliert man nicht so viel Geld. Das Problem ist halt einfach, dass es langfristig wäre. Das Beste wäre eine CO2-Steuer. Die Konzernleute, die denken sich halt, okay, wir machen jetzt so viel Geld wie möglich, ist uns egal, wenn wir später nicht mehr so viel Geld kriegen. Weil jetzt sitzt du wahrscheinlich schon in Rente. Und deswegen ist Kapitalismus behindert. Ja, es gibt halt auch gar keine große Alternative für mich. In der gleichen Richtung kannst du ja auch argumentieren, wenn in Zukunft alles mit regenerativen Energien laufen muss, einfach keinen Müll mehr haben. Dann ist es jetzt mega lukrativ, die Technologie schon zu haben. Ja. Und dann pusht nämlich die Zukunft irgendwie. Sei noch zu lange. Finde ich auch. CO2-Steuer wäre gut, weil sie an allen Teilen des Prozesses halt die Leute dazu Anreiz geben, wo das möglichst effizient. Du kannst dir halt auch Entwicklung im Aktienmarkt und sowas angucken und dann merkst du, es ist einfach nicht, dass die Leute einfach nicht rational. Es gibt ja auch noch so eine andere Methode als CO2-Steuer, ich glaube, das heißt CO2-Vergütung oder so. Das heißt, wenn man. Housing-Bubble und sowas könnte man ja auch. Es gibt auch sowas wie CO2-Steuer, aber wenn man weniger hat, bekommt man mehr Geld. Scheiß auf Smash. Okay. Ja, das funktioniert. Ja, das Hashtag Puff ist Top 1 im Spiel. Das ist der zweite.
Komm doch an, gegen wen du spielst. Alter. Jan scannen ist einfach gesagt. Haki! Jan, was ist das denn los? Dein Gannon ist besser als dein Puff. Puff ist halt auch einfach.